Ach, die Flora und die Fauna. Oh, eine Gaganuss. Eine Lady Gaganuss. Was auch immer wir damit anfangen können, ich weiß es noch nicht. Vielleicht können wir die später als Zutat verwenden. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Haben wir hier noch irgendwelche Blümchen oder Pilze oder sowas? Da ist noch eine Gaganuss. Zack. Hört sich ein bisschen an, als wäre der Konsum der Gaganuss nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich. Schwarzer Oleander. Und hier noch Goldklee. Die Kräuter-Omi ist zurück. So, mal schauen. Vielleicht gibt's hier oben noch was für die Pilzpfanne. Ja, ja. Ah, ich dachte gerade, mit dem Baum wäre irgendwas Besonderes. Komm, wir laufen hier mal hin. Kleidung haben wir uns besorgt. Für den Gefangenen müssten wir eigentlich noch ein paar Besorgungen machen. Aber das lassen wir erstmal. Und wir haben den Auftrag, zu den Piraten zu laufen. Im Norden. Momentan laufen wir im Osten. Was aber okay ist. Weil wir sollen ja im Nordosten suchen. Vascos Turm gefunden. Hallo, Vasco. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Oh, vielen Dank. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Oh oh, aber wir wollen den Wilden oder den Sklaven, wollen wir nichts Böses. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist denn da? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. That's what she said. Ja, nach Norden müssen wir aber. Wir sollen noch zu den Piraten. Pass mal auf, vorher, bevor wir jetzt nach Norden zu den Piraten gehen, habe ich gerade überlegt, gehen wir nochmal zu dem Gouverneur der Insel. Huch, guck mal, der ehemalige Heldenkrone. Schädelblüte. Sind jetzt scheinbar auch nicht mehr ganz so selten. Okay, nochmal kurz zusammenfassend. Wir sind jetzt also mit der Inquisition in die neue Welt gefahren, übergesetzt mit den Schiffen. Und in der neuen Welt hat die Inquisition damit angefangen, Eingeborene zu versklaven. Also ganz ehrlich, ich weiß schon, warum ich mich im ersten Teil nicht für die Inquisition entschieden habe. Und jetzt im zweiten Teil bin ich froh, dass wir rausgeflogen sind, mehr oder weniger. Weil ganz ehrlich, mit dem Lumpenhaufen will man auch nichts zu tun haben. Während die feinen Herrschaften hier in ihren hohen Häusern wohnen. Lass mich durch. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit die Fuego sprechen. Vielen Dank. Mal gucken, was Sebastiano noch erwischen. Wie ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir
das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Also noch widerlicher als der Sebastiano ist der fette Gouverneur. Habe ich da nicht mal ein Lied drüber gesungen, über den fetten Gouverneur? Seht ihn euch an, die alte Ranzpampe von Gesicht. Ach. Hey, die Fuego! Was kann ich für dich tun, Bursche? Eine Karte der Insel. Wir gehen alles durch. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Haben wir 100 Gold? Ich habe nicht genug Gold. Haben wir 100 Gold? Ich habe nicht genug Gold. Haben wir 100 Gold? Ich habe nicht genug Gold. Gut, lassen wir das. Ich komme darauf zurück. Mist, wir brauchen 100 Gold. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön, er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Natürlich. Du Vertrauenswürdiger. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Ich habe einen scheiß Auftrag für dich, also verkauf mir die Sachen billig. Ich hätte es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich habe keine Worte für diesen Abschaum. Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Roquefort mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Ja, wäre schön. Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Ja, das stünde mir ganz gut zu Angesichte vielleicht. Ich bring die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle 3 Köpfe bringst. Ich will eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht. Ich würde denen lieber seinen feisten Schädel bringen. Zeig mir dein Angebot. So, was hat er denn? Seidenhemd, edle Weste, gute Schuhe. Was soll ich denn damit? Perlenohrring, Silberzunge plus 5. 200 Gold, aber Silberzunge plus 5? Die Klamotten bringen auch Silberzunge plus. Das heißt, wir könnten uns theoretisch dementsprechend ankleiden, wenn wir Silberzunge benötigen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Edelsteine, Perlenohrring, Seidenhemd, Silberzunge plus 10, Stichwaffen plus 10. 500 Gold, oh, das wäre ganz gut. So ein Seidenhemd wäre super. Einschüchtern plus 3, Na gut, fürs Erste, ich guck mal. Ah ne, der hat da keine Waffen oder so, nee. Gut, fürs Erste sind wir hier fertig. Kiste verschlossen, verdammt. Ich nehme mal an, da dürfen wir nicht rein. Ich werde es noch nicht ausprobieren. Später lieber. So, 3 Wilde sollen wir fangen und wir sollen den Brief zu den Piraten bringen. Ich würde sagen, wir machen uns auf zu unserer ersten Queste.
Und zwar hier in Richtung Norden am besten gleich. Oh, hier, eine ehemalige Heldenkrone. Und da hinten noch ein Kraut und ein Wildschwein. Hier ein Kraut und da drüben sich eine Maki-Beere. Die ist ganz makilos. Hallo, Warzen! Erwarten Sie heute noch jemanden zu Besuch? So, haben wir hier alles? Nee, da ist noch ein schwarzer Oleander, den nehmen wir auch mit. Natürlich. Oh, und da unten ist die Plantage. Und ich wette meinen Arsch, dass die Arbeiter nicht freiwillig dort einen Job und ein Dach über dem Kopf gefunden haben. Oh, guck mal, Truthähne. Könnten wir eigentlich abschlachten und mitnehmen, aber erstmal lassen wir die da rumputten. Ach, seufz. Oh, was haben wir da? Gerade nicht. Ono Palava. Das sind also Sklaven. Riley, oh, du bist das. Nettes Kopftuch. Ja, wenn einen den ganzen Tag die Sonne auf die Rübe knallt, braucht man sowas. Außerdem erkennt man an dem roten Kopftuch direkt, wer hier auf den Feldern das Sagen hat. Verstehe. Na dann, gib her das Ding. Gibt's das auch für Männer? Ah, zum Duell herausfordern. Wer denn? Du dämlicher Mistkerl. Los da! Huch! Worauf wartest du? Ich krieg ihn noch nicht tot. Da. Weiter so. Alter, ich... Ja, was heißt hier weiter so? Ich bin doch noch lange nicht so weit. Ich wusste doch nicht, dass der so empfindlich ist und sofort angreift. Also ich flüchte jetzt nicht, ne? Ich bin jetzt nicht geflüchtet, das war ein heldenhafter Rückzug. Boah, der ist ja empfindlich, meine Fresse. So, darf ich jetzt wieder hier? Mann, 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 Mann. Da scheint aber jemand echt Komplexe zu haben. So, wen haben wir denn noch? Hallo, Gilles. Was ist in der Hütte? Da drin lagern wir das Zuckerrohr, das die Arbeiter ernten. Naja, was noch davon übrig ist. Ist nämlich eine Menge weggekommen. Schätze, das waren die Piraten. Wozu sollten die Piraten Zuckerrohr stehlen? Na, wozu wohl? Zum Rumbrennen natürlich. Nachdem wir hier die Kolonie aufgebaut hatten, haben sie sich im Osten niedergelassen. Schätze, sie haben sich gedacht, oh, da gibt es Zuckerrohrfelder, wie praktisch. Da können wir uns ja bedienen. Aber ich werde aufpassen. Hier klaut keiner mehr was. Naja gut, wenn du aufpasst, dann ist das natürlich super. Sonst lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung. Fackeln, Werkzeuge und so. Verkaufen, wir können es ja eh gerade nichts leisten. Bringt gar nichts. Ah, wir brauchen dringend Kohle, Freunde. Wir brauchen dringend Kohle. Pulvermohnen. Und Pulvermohnen. Und Pokémon. Hallo, Tompkins. Siehst du das da hinten? Das ist ein kapitales Warzenschwein. Wenn du in der Wildnis unterwegs bist, sind sie die optimale Nahrungsquelle. Mhm. Vorausgesetzt, du weißt, wie man sie am besten zur Strecke bringt. Und wie? Was ist die beste Methode, um Warzenschweine zu jagen? Zuerst musst du sie wütend machen. Das ist der einfache Teil. Sie werden wütend, wenn der Wind weht. Wenn sie angestürmt kommen, weichst du aus. Im Ernst, renn! Du darfst nicht zögern. Wenn sie an dir vorbeigestürmt sind, kannst du versuchen, sie anzugreifen. Hm. Noch besser geht's natürlich mit einer Flinte. Aber ich habe ja gar keine Flinte. Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle.
Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Okay, also nicht in die Höhle und nicht zum Jaguar. Die Höhle hört sich spannend an. Spannend? Ja, du hast recht. Es wird sehr spannend. Nur nicht lange. Ach, was sag ich? Du kommst noch nicht mal da an, weil dich vorher der Jaguar auffrisst. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Oh oh. Wo bekomme ich ein Gewehr? Tja, ich habe noch ein paar alte Waffen übrig. Die sind besser als nichts. Die richtig guten Waffen gibt die Inquisition nur ihren Protektoren. Und um mit so einer Muskete gut umgehen zu können, brauchst du einen Büchsenmacher, der dir das beibringt. Und wo finde ich den? Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Na, das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Zu den Piraten. Ich glaube, wir sind auch den falschen Weg gelaufen gerade zu den Piraten hin. Zeig mir deine Waffen. Wir können uns gerade eh nichts leisten, verdammt. 30 Gold haben wir noch. Bombe, Dolch, Enterpistole, Kugel, Schrot. Wäre natürlich schön. Flinte 57, Enterpistole 400. Ja, können wir uns nicht leisten. Schaden 50, alter Schwede, Schaden auch 50. Fürchterlich auf kurze Entfernung, Schrot. Kugel, solides Blei für Gewehre und Pistolen. Komm, das wird eh nix. Fragen wir mal. Warum jagen wir nicht gemeinsam? Ich hab schon genug Fleisch für heute. Aber wenn du willst, helfe ich dir. Wir können von vornherein gemeinsam loslegen. Oder du probierst es zuerst alleine und ich helfe mit, wenn du nicht klarkommst. Dann probiere ich zuerst natürlich... Ich will es zuerst alleine probieren. Okay, ich bleib hier. Wenn du nicht klarkommst, läufst du einfach in meine Richtung. So machen wir's. Ein fetter Braten. Wo ist denn das kapitale Wildschwein? Hallo? Das kapitale Wildschwein? Boah. Boah, Alter, der macht aber auch Damage. Hallo, der greift ja gar nicht mehr an. War das jetzt richtig? Weil so viel Damage hat er gar nicht gemacht. So, warte mal. So, haben wir noch mal ein bisschen Häppchen gegessen. Können wir hier noch irgendwas, ein bisschen Blümchen pflücken und so? Ist hier noch was? Nee, da ist eine Heldenkrone, BZW, eine Schädelblüte. Ich muss mir das mal merken, Schädelblüte. Schädel, Schädel, Schädelblüte. So, hier ist nichts. Da hinten ist, glaube ich, noch ein kapitaler Brocken. Sogar zwei. Das Problem ist, ich kann nicht mehr ausweichen hier mit Doppelklick und so. Probieren wir es mal mit zur Seite gehen. Zusammen packen wir das. Oh, 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 oh. Ach, das ist ein Warzenschwein. Das ist gar kein kapitaler Brocken. Au. So, dann haben wir wieder Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich hoffe, wir können dann auch noch unsere Cooking Skills verbessern, weil wenn die Alte keinen Kuchen machen will, dann müssen wir uns wohl oder übel in die Küche stellen. Und die Botengänge machen. Da hinten ist... Ich glaube, das ist der Jaguar oder Tiger oder irgendwas. Ich möchte es aber nicht herausfinden, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gehe ich noch nicht hin. Nee, da gehe ich noch nicht hin. Dafür nehme ich hier den schwarzen Oleander mit. Huch, was ist das denn? Ein Äffchen. Oh, wow, wow. Krallenaffe. Boah, bleib mal stehen. Gut gemacht. Äffchen? So, können wir den looten? Nee. Hey, Äffchen, na?
Ich hätte jetzt fast den Säbel gezückt und das Äffchen weggesmashed, aber ich dachte mir, nee, mach's mal lieber nicht. Können wir später machen, wenn wir Bedarf für Fleisch haben.